Die sind wohl stinkig gewesen. Aber richtig stinkig. Ganz ehrlich, was soll das? Ihr habt gerufen? Du bist ja ein komischer Kreuz. Jetzt ist Minsk fast tot. Minsk ist tot. Wie soll man gegen 6 Ankeks kämpfen? Nichts leichter als das. Okay. Ja? Die wollen es wohl nicht anders. Was wollt ihr? Einmal Gebet. Was? Und einmal das hier. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Und du machst den hier. Ja? Nichts leichter als so. Das. Jetzt sind es nur 3. Ich bin. Ihr habt gerufen. Schon erledigt. Jetzt sind es nur 3, glaubst du. Du bist ja ein komischer Kauz. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Dünner hier, Stufe Aufstieg. Yay. Das wiederum ist gut. Eine Stufe höher. Einverstanden. Zauber. Du hast hier sehr viele Zauber mittlerweile. Stärke. Das bringt jetzt gar nichts. Doch, dadurch könnte Khalid auch 2 so Ankeckpanzer mit sich rumschleppen, oder? Oh, sie hat jetzt Stärke 20, das heißt, sie könnte theoretisch noch mehr Ankeckpanzer mit sich rumschleppen, aber ich weiß gar nicht, wie lange das hebt. Dann darf ich mal kurz gucken, wie lange hebt das, weil so könnten wir die Ankeckpanzer viel leichter transportieren. Zehn Runden, also eine Minute. Ja, das könnte ich nutzen. Aber jetzt erstmal zurück zu Dünner hier. Oh, Zauber der Stufe 4, oder davon haben wir noch keinen. Wir können netzen, wir könnten nochmal einen Versteinerungsschutz. Feuchtbannen. Aganas Hexerei. Ja, das wäre nicht schlecht. Könnten wir sogar zweimal reinpacken. So. So, jetzt erstmal wieder ein Quick Save. Was? So, und sobald wir einen Container haben, lagern wir dort die ganzen Ankeckpanzer einmal mit Talisa ein. Was wollt ihr? Geschwindigkeitsöl haben wir ja leider keins mehr. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Noch mehr Ankecks? Noch mehr Ankecks. Okay, auf dem Bauernhof sieht eigentlich gut aus. Ah, du siehst ein bisschen angeschlagen aus, halte ich mal. So. Und du noch. So. Ja, gut. Sehr gut. Jeder Ankeck gibt fast 1000 Erfahrungspunkte. Hier treibt sich ein Mann rum, den wir gleich ansprechen könnten. Noch mehr Ankecks. Für die Gefallenen! Das sind also etwas. Ein paar viele Ankecks, glaube ich. Ein paar viele zum Einsammeln, meine ich. Ich glaube, ich lasse das dann nochmal. Ich sammle, glaube ich, nur den Schmuck der Ankecks ein. So viel Ankehecke braucht man nämlich nicht.
Wenigstens bringen sie mir gute Erfahrung ein. Auch wenn ich angeblich nur hätte 4 Stück jagen dürfen. Aber die eine komische Frau ist ja eh weg. Was wollt ihr? So. Das heißt, ich tue Khalid. Beste. Außerdem, wenn wir Geld brauchen, können wir hier eh nochmal Ankeks töten und die dann verkaufen. Ja, nichts leichter als das. Wenn die, die respawnen nämlich wie nichts Gutes, wie man gerade merkt. So, erstmal das Witzelchen hier unten noch absuchen. Dumm, dumm, dumm. So. Okay, wer bist du? Bitte, hilf mir denn keiner. Niemand. Ich kann da nirgendwo sonst fahren. Bitte, so helfe mir doch einer. Es gibt jemanden, an den ich mich sonst wenden könnte. Ich flehe euch an. Ihr und Herrschaften, helft mir. Es passieren merkwürdige Dinge auf meinem Hof und ich bin nicht mehr so stark wie ehedem. Ich habe nichts, was ich euch geben könnte, und selbst wenn, wäre es euer doch nicht würdig, bitte. Ja, Talisa kann da nicht Nein sagen, einem Bauern in Not zu helfen. Ihr braucht euch nicht weiter nach Hilfe umsehen. Was kann ich tun? Oh, euch sei gedankt im Namen der großen Mutter. Mein Sohn Nathan und seine Freunde sind losgezogen, nach unseren entlaufenden Kühen zu suchen, und dann sind sie einfach verschwunden. Seit Tagen sind sie nun schon fort, und wer weiß, was mit ihnen passiert ist. Wo es doch hier von Räubern so wimmelt. Ich weiß nicht, wohin sie gegangen sind, aber ich habe Spuren gesehen, die in Richtung Westen führen. Bitte findet meinen Sohn. Ohne ihn kann ich den Hof nicht halten. Du lebst hier eigentlich ziemlich gefährlich, alter Mann. So, von Ankhex umzingelt. Gut. Und das ist wohl deine Bleibe. Du bist ja, denn ich verschwinde jetzt. Ja. Du hast nicht gerade viel Gold. Du hast aber ein paar Edelsteine. Was? Ich hab genug davon. Ja, man kann es ja mal versuchen. Ja? Denn ich verschwinde jetzt. Was wollt ihr? Gut. Und ja, ich sag einfach die Edelsteine von einem alten armen Bauern. Nichts leichter als das. Immerhin konnte einfach dem Funkel nicht widerstehen. Denke ich mal. Okay, also nach Westen. Die andere hat uns ja gesagt, dass im Westen die Ankek leben. Hm. So. Oh. Das ist ein großes Loch, was wir hier gefunden haben. Gucken wir uns aber, bevor wir dieses große Loch gehen, erst noch fertig um hier. Außerhalb. Wäre es fast schon eine gute Idee, mal zu rasten. In der Hoffnung, dass uns nicht Ankeks überfallen und auffressen, während wir schlafen. Minsk, automatische Pause, Feind gesichtet. Ah, da drüben, wo ich die anderen Ankeks getötet habe, sind 2 neue aufgetaucht. 3 neue sogar. Au. Au. Dann bringen wir die Sache mal wieder. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Und Minsk ist tot. So viel dazu. Wo war mein letzter Quicksave? Nichts leichter als das. Hier, nachdem wir den Hof unter die Lupe genommen haben. Nicht so schön. Dann gehen wir erstmal nach da oben. Und ja, man merkt, das Gebiet ist auch nicht gerade angenehm. Ach, geht doch weg.
Obwohl, ich töte euch einfach. Zwei Ankicks, drei Ankicks werde ich ja doch irgendwie wegkriegen. Ich verliere an Kraft. Kann ich euch behelfen? Du verlierst an Kraft, dann heilen wir dich ein bisschen. So. Oh, Dünner hier hat keine Kugeln mehr. Das ist nicht so gut, dass Dünner hier keine Schleuderkugeln mehr hat. Toll. Was? Beinahe unter... Ja? Man kann's ja mal versuchen. Khalid? Man kann's ja mal versuchen. Ein Brief? Warum hat ein Stuhl Arme und Beine wie ein Mensch und kann weder laufen noch etwas halten? Weg mit dir. Den Brief hatten wir schon mal von einem Ghoul. Verschwimmen? Hm. Ist ein bisschen was wert, verschwimmen. Ich tu mein Bestes. Da würde ich fast schon sagen, wir ziehen uns zum freundlichen Abend zurück. Schlafen dort mal, heilen uns hoch und kommen dann wieder mit Schleuderkugeln für Dünner hier. Wieder. Weil so ist Dünner hier nicht so nützlich. Zumal wir fast all ihre Zauber aufgebraucht haben. Was? Nichts leichter als das. So, also raus zum freundlichen Arm zurück. Und wir sind an der Nordseite des freundlichen Beinahe Arms. Unter meiner Würde. Darauf habe ich jetzt mal so gar keine Lust. Nichts leichter als das. So. Nichts leichter als das. Und ja, ich weiß, das war irgendwie geschummelt, aber so geht's doch ein bisschen schneller. Zum freundlichen Arm zurückzukommen. Ja, oh allgegenwärtige Autoritätsperson. Drei Zauber sind alle. Ja. Nichts leichter als das. Und wie ich sagte, die Ankick-Panzer lassen wir einfach liegen. Wir brauchen das Geld nicht. Ich meine, wir haben jetzt noch 65.000 und ich glaube nicht, dass wir so schnell so viel davon ausgeben werden. Na gut, wir werden vielleicht in Baldur's Gate ein bisschen shoppen gehen. Magie verlangt einen wachen. Ja, ich weiß, dass ihr müde seid. Ich brauche Schlaf. Beinahe unter meiner Würde. Ich muss eine Pause einlegen. Ich habe schon lauter wunde Stellen. Oh, was wollt ihr? Nichts leichter als das. Lara denken. Wollen wir nicht anhalten? Ich habe den ganzen meine Tag stehen allen offen, die sich anständig benehmen. Verkaufen wir erstmal das Geschmeide, was Khalid dabei hat. So. Ach, und den Speer verkaufen wir jetzt auch. Gut. Mit den 7-Meilen-Stiefeln und Talisas Zauber hätten wir Ankick-Panzer einsacken können. Nebenbei steht da dabei, wie viel die wert sind. 0. Königlich, schlafen, gut. Was? Beinahe unter meiner Würde. Ihr habt eine Aufgabe. Sucht euch einen Platz. Ja. Erstmal euch selber hochheilen und dann müssen wir Khalid Power heilen. So. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. So. Ich bin ganz Ohr. Khalid. Was wollt ihr? So, nochmal dich selber. Ja, oh allgegenwärtige du kannst doch einmal Khalid heilen. Ja. Du kannst dich heilen. Was wollt ihr? So, du kannst nochmal Khalid heilen. So.
nichts leichter als dann schlafen wir noch einmal.